国接棒中国，成为今年 G20 主席国。汉堡峰会前夕，总理默克尔才表示中国经验值得借鉴，就有德国朋友坐不住了，为他开出药方，指明应该向中国学习些什么。据德国之声报道，在中国生活了10年的德国网红阿福最近给总理默克尔写了一封信，强烈呼吁德国学习中国，缔造无现金社会的成功经验。Wirtschaft und Kultur führen wird. In den letzten Jahrzehnten hat sich die wirtschaftliche und kulturelle Zusammenarbeit zwischen dem deutschen und dem chinesischen Volke von Jahr zu Jahr intensiviert. Das heißt, dass wir Deutschen etwas von den Chinesen lernen, wie zum Beispiel die Förderung des bargeldlosen Zahlungsverkehrs. Deutschland nie ohne meinen Geldbeutel aus dem Haus gegangen.Doch seit ich in China lebe, habe ich festgestellt, dass bargeldloses, mobiles Bezahlen nicht die Zukunft, sondern die Gegenwart ist. 今天就没有带，一分钱都没有带，任何地方都可以用手机支付。Das bringt nicht nur mehr Zeitersparnis, Sicherheit und Flexibilität für Anbieter und Kunden, sondern ist auch hygienisch und kostengünstig. I don't need to carry cash with me and I don't need to worry about someone stealing my credit card.In China ist Hangzhou die Stadt, in der man praktisch überall mobil bezahlen kann. Hier ist auch die Zentrale des größten chinesischen Anbieters für mobiles Bezahlen, Alipay, angesiedelt. Im letzten Jahr bin ich persönlich einen Tag lang ohne Bargeld von Shanghai nach Hangzhou gereist und konnte die gesamte Reise über mein Mobiltelefon abwickeln. Meine Erfahrungen haben in den sozialen Medien viel Anklang gefunden und auch viele internationale Medien und Beobachter sind sehr interessiert,in diesem Bereich von China zu lernen. I think that's really great with the mobile phones. Yeah, that's good. Ich bin überzeugt, dass unter Ihrer Initiative bargeldloses Bezahlen auch in Deutschland populärer werden kann und das Leben der Deutschen einfacher und angenehmer machen wird. Und bin überzeugt, dass wir nur durch Lernen voneinander und miteinander in eine sicherere und bessere Zukunft blicken können. Mit der freundlichen Bitte um eine baldige Rückantwort verbleibe ich. Mit freundlichen Grüßen, Thomas Derksen, AFU.